Radio Fantasy. Fantasy. Hallo, wir sind Alex und Svenja aus der Gute Laune Morning Show auf Radio Fantasy. Jeder kennt sie, überall stehen sie, doch was filmen sie eigentlich? Die Rede ist von Überwachungskameras. Die einen sagen, klar, die sind zu unserer Sicherheit da. Die anderen sagen, nee, da steckt noch viel mehr dahinter. Wir wollen der Sache auf den Grund gehen und haben nachgefragt bei Fritz Effenberger, dem Parteivorstand der Piraten. Denn Big Brother is watching you. Fritz, Augsburg überflutet von Kameras, die uns permanent bewachen. Ja, wie alle Städte gibt es hier viel zu viele Überwachungskameras. Kein Mensch weiß, wie viele, und kein Mensch weiß, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Aber du bist jetzt kein großer Befürworter von Kameras. Nein, ich bin nicht überzeugt davon, dass die wirklich irgendwas bringen. Klar, für die Straßenbahnen, zum Weichen umstellen. Aber das ist ja nicht der Grund, warum wir jetzt hier sind und warum wir uns Sorgen machen. Inwiefern ist es denn überhaupt legal, wenn wir hier einfach von oben runter gefilmt werden oder vielleicht sogar die Kameras gar nicht immer sehen? Grundsätzlich mal ist das eine Kamera, die hier, die für die Straßenbahnen da ist. Problematisch wird es da, wo diese Kameras ausgewertet werden in einer Weise, von der wir nichts wissen. Es gibt Programme, diese Kameras gehen alle zur Polizei. Man könnte noch sehen, ja, das ist dann unser Schutzbedürfnis ist bei der Polizei, aber wir wissen nicht, was die damit machen, wie lange die das speichern und was damit wird, was mit uns passiert. Das wissen wir nicht und wir verlangen Aufklärung. Uns hat die Polizei berichtet, dass die Kameras überhaupt nichts mit ihnen zu tun haben und dass sie auch überhaupt keine Bilder davon irgendwie sehen. Gut, natürlich sagt die Polizei das, um uns zu beruhigen. Mir wurde von Augenzeugen berichtet, Leuten, die dort waren, die ich gut kenne, denen ich vertraue, dass diese Bilder von dieser Kamera im Polizeirevier aufschlagen und die damit machen, was wir nicht wissen. Aber das können die ja nicht machen, wenn sie was anderes sagen. Das wäre ja schon fast illegal. Natürlich darf man lügen in Deutschland. Das ist nicht verboten. Auch die Polizei darf lügen. Was könnten die denn mit diesen Daten alles anstellen? Die erstellen von uns allen Profile, so ähnlich wie Facebook, nur größer. Die erstellen von allen mit Hilfe von Computerprogrammen, das ist der Plan, Profile, die auf verdächtiges Verhalten hindeuten könnten, wobei wir nicht wissen, was die als verdächtiges Verhalten einschätzen und was das alles soll. Jetzt würde ja der Befürworter von Kameras sagen, na gut, aber die Sicherheit ist mir doch wichtiger. Gerne machen die mit den Daten, was sie wollen, weil die Daten sind ja nur quasi anonym. Weißt du, es ist noch kein einziger Verbrecher von einer Kamera verhaftet worden. Ungefähr 3 Kameras mit Infrastruktur kosten so viel wie ein Polizist. Da wären mir praktisch ein paar tausend Polizisten lieber, wenn es um Sicherheit geht. Finde ich ein bisschen übertrieben. Weil ich denke, Augsburg ist sicherlich eine gefährliche Stadt und es gehört alles geschützt und beschützt und man soll auf die Menschen achten, vor allem auf die, die ehrlich sind, sage ich jetzt einfach mal. Aber das riecht ein bisschen nach Polizeistaat, so mehr oder weniger. Ich sag mal, alles schimpft über Verfassungsschutz und ich sag jetzt mal über die frühere DDR und die Stasi, aber eigentlich wird Deutschland immer mehr zum Überwachungsstaat. Für mich ist es ein starker Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Das finde ich nicht so toll, weil man kommt sich ja permanent beobachtet vor. Ja, das greift ja auch ein bisschen in die Privatsphäre ein, finde ich, wenn man permanent beobachtet wird. Ja, man sollte dann vielleicht auch wissen, wo die Kameras stehen, dass die Bürger darüber informiert werden. Ja, also am Bahnhof finde ich es okay, aber woanders braucht man eigentlich keine Kameras, finde ich jetzt. Also die Stadtwerke Augsburg haben dreierlei Kameras im öffentlichen Raum. Das eine ist an Kreuzungen in Straßen, also an neuralgischen Verkehrsknotenpunkten, wo wir den Verkehr überwachen. Aktuell überwachen, die werden auch nicht aufgezeichnet, diese Bilder. Natürlich sind da mitunter auch Haltestellen zu sehen. Allerdings ist die Qualität so, dass wir keine Gesichter erkennen können oder auch Autokennzeichen. Die Polizei kann sich auf diese Bilder aktuell aufschalten, wenn sie denn möchte, und gegebenenfalls auch aufzeichnen. Wir haben dann in unseren Fahrzeugen Kameras, Überwachungskameras tatsächlich, wo wir in den Fahrzeugen für Sicherheit sorgen wollen, vor allem natürlich, dass im Nachhinein, wenn etwas passiert, die Polizei diese Bilder von uns abrufen kann. Die werden 24 Stunden oder bis maximal 48 Stunden aufgezeichnet. Wir werten die nicht aus, sondern das ist ausschließlich auf Anforderung der Polizei. Gerne hätten wir auch von der Polizei Augsburg ein Statement bekommen. Die wollte sich dazu allerdings nicht äußern. Wie seht ihr das denn? Findet ihr die Kameras gut zur Überwachung oder einfach nur überflüssig? Klingelt durch Augsburg 50 5 mal die 7 oder schreibt uns eure Meinung in den Kommentaren.